الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, liebe Zuschauer. Im heutigen Video geht es um die Widerlegung von den YouTube-Nutzer Albamuslim. Er hatte die Ahmadiyya-Muslime herausgefordert, seine Anschuldigung zu entkräften. Und als Konsequenz wollte er dann all seine Videos entfernen. Jetzt, da wo mehrere User ihn widerlegt haben, sucht er nach Ausreden, um seinen Teil des Versprechens nicht einzuhalten. Er nutzt dazu falsche Quellen und Angaben und versucht, sich irgendwie durchzumogeln. Obwohl der Bruder Islami Minar ausführliche Videos auf Albamuslims Anschuldigung erstellt hat und alles belegt hat, besitzt dieser die Frechheit, seine Behauptung durch weitere Lügen zu schmücken und diese auch noch aufrechtzuerhalten. Ich werde jedoch nun trotzdem auf ein Hadith eingehen, welches er nun schon mehrere Male angebracht hat. Er gibt an, dass das Hadith von Hassan al-Basri überliefert wurde, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll: Isa alaihi salam ist nicht tot und er wird zu euch zurückkehren vor dem Tag des Gerichts. Als Alba-Muslims dieses Hadith in einem seiner ersten Videos anbrachte, stand davor eine Nummer. Ansonsten war keinerlei Quellennachweis zu sehen. Hadith Nummer 61 oder sowas. Dann sagte er, dass er fälschlicherweise ein Hadith aus Sahih Bukhari angebracht hatte. Diese bezog sich auf dieses Hadith. In Sahih Bukhari, also wenn wir Bukhari aufschlagen, unter Hadith Nummer 61, dann stellen wir fest, dass dieses Hadith dort gar nicht zu finden ist. Ja, und als er dann das Hadith nochmal anbrachte, stand dort wieder die Nummer 61. Und zusätzlich wurde hinzugefügt, dass das Hadith auch in Tafsir al-Tabari zu finden sei. Das lässt schlussfolgern, dass die Nummer 61 die primäre Hadith-Quelle ist und dass Tafsir al-Tabari die sekundäre. Jetzt im aktuellen Video von ihm hat er die Nummer 61 weggelassen und gibt als Quelle nur das Tafsir al-Tabari an. Erst gibt Alba-Muslim das Hadith mit falschen Quellen an und dann geht er sogar noch so weit, dass er behauptet, dass das in Sahih Bukhari zu finden sei. Ja, das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Aber wie wir ihn ja bereits kennen, muss er sich ja hier auch herausreden und wird jetzt behaupten, das wäre fälschlicherweise passiert. Immer stoßweise solche Informationen aufzudecken und nach die Bruchteile von teilweise falschen Quellen anzugeben, zeigt nur die Unwissenheit von Alba-Muslim. Doch anscheinend hat Alba-Muslim das Gefühl, noch nicht genug widerlegt worden zu sein. Deshalb werde ich in diesem Video ausführlich auf dieses Hadith eingehen, dessen Überlieferer, die Überlieferungskette und noch weitere Punkte. Bruder Islami Minar hat schon sehr gute Arbeit geleistet und Alba-Muslims in jedem Punkt widerlegt, selbst in den Punkten, wo Alba-Muslim sich selbst widerlegt. Doch trotz dessen werde ich noch einige Punkte aufgreifen, die einer näheren Erläuterung bedürfen. Schauen wir uns jetzt mal die Stelle im Video an, wo Alba-Muslim das Hadith aufzeigt. So, dieses Hadith, was wir hier sehen, ist also sein Argument. Um genauer darauf eingehen zu können, werden wir uns mal die Originalstelle im Tafsir al-Tabari angucken und auch noch in Betracht ziehen, was die Hadith-Wissenschaft, also das Asma'u Rijal, dazu sagt. Denn so wie es hier scheint, hat Alba-Muslims weder von Ilme Rivayat sowie Ilme Asma'u Rijal Ahnung. Dieses Hadith, was er hier anbringt, wurde durch Hassan al-Basri überliefert. Ja, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll, dass Isa al-Islam noch nicht tot ist. In der Überlieferungskette sehen wir, dass sie auch hier nur bis zu ihm reicht und nicht weiter bis zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Fakten belegen, dass al-Basri jedoch nie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gekannt hat oder dieses Hadith direkt durch ihn bezogen hat. Das lässt schlussfolgern, dass al-Basri kein Sahabi, sondern ein Tabi'in war. Er hat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam nie selbst gesehen. Somit ist die Überlieferung nicht marfu mutazil, sondern mursal. Doch Alba-Muslim untermauert dieses Highlight selbst, indem er zugibt, nie behauptet zu haben, dass al-Basri ein Sahabi war. Ja, ich habe das mal die Stelle eingeblendet, wo er das sagt im Video. Doch wenn al-Basri kein Sahabi war, wie kann er dann die Worte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefern?
Ja, doch auf diese Frage hat Al-Muslim keine Antwort. Und hat mal ganz spontan einfach drunter geschrieben und hat ihn mal als Theologen, Exegeten und Asketen bezeichnet. Doch was soll uns das sagen? Ja, trotz dieser Bezeichnung für Al-Basri vervollständigt sich die Überlieferungskette von diesem Hadith nicht. Vor allem, was hat das Hadith an sich mit einer religiösen Auszeichnung wie Koran-Exeget zu tun? Vielleicht sollte Al-Muslim sich, wenn er keine Ahnung hat, mal etwas bedeckt halten. Denn ich zeige euch mal, wo er sein Wissen hernimmt. Man nehme die große Suchmaschine Google, füge das Wort Hassan al-Basri ein und klicke dann bei den Ergebnissen auf den ersten Link. Dann sieht man nämlich Folgendes eingeblendet. Hassan al-Basri, war ein muslimischer Theologe, Koranexeget und Asket. Ja, vielleicht verschont uns Al-Muslims in Zukunft mit seiner ungenügenden Hadith- und Islamwissenschaft. Doch schauen wir mal in den Büchern der Rijal nach, was man über Al-Basri findet. Einer der bekanntesten ist der von Tehzibul Tehzib, ja, welches von Imam Ibn Hajar Asqalani stammt. Auf der Seite 266 steht Folgendes über Hassan al-Basri geschrieben: Ma'asala falaysa bihujjatin. Ja, was so viel heißt wie, dass sein Mursal-Hadith keine Grundlage besitzt und somit auch als Beweis nicht angeführt werden kann. Auch Imam Ahmad bin Hanbal sagt über Hassan al-Basri in Tahzib auf Seite 202: Laysa fil musallati ad'afu min al musallati al Hasan. Ja, das bedeutet, dass es kein Mursal-Hadith gibt, das so schwach ist wie das von Hassan al-Basri. Doch wem das nicht ausreicht, um dieses Hadith abzulehnen, der sollte wissen, dass vier Überlieferer von diesem Hadith als schwach eingestuft werden. Unter anderem gehören dazu Abdullah bin Abu Jafar, Abu Jafar selbst, also der Vater von ihnen, und Rabbi bin Al-Bakri Al-Misri. Eigentlich gibt es noch genügend andere Referenzen, die ich an dieser Stelle anbringen könnte, doch das würde den Zeitrahmen sprengen. Bei Bedarf kann man mich aber gerne anschreiben. Doch so wie wir Al-Muslim kennengelernt haben, wird er diese Fakten ausblenden und wieder nach neuen Ausreden suchen, um dieses nicht verwendbare Hadith weiterhin als Grundlage zu benutzen, um zu beweisen, dass Jesus alayhi salam nicht gestorben ist. Er fragt doch tatsächlich allen Ernstes: In welchem Sahih-Hadith sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Jesus Christus mit 120 Jahren gestorben ist? Ja, vielleicht hast du was nicht mitbekommen, Alba Muslim, aber Bruder Islam Miminar hat dir drei oder vier Quellen diesbezüglich genannt. Es liegt nun in deiner Beweislast nachzuweisen, dass diese Quellen, die er genannt hat, und das damit verbundene Hadith nicht Sahih ist. Ich habe hier in aller Deutlichkeit gezeigt, dass es für Alba Muslims Lügen keine Beweise gibt und sein angebrachtes Hadith als nicht authentisch zu sehen ist. Nochmal auf Alba Muslims Anschuldigungen zu kommen, wie hier zu sehen, dass die Ahmadiyya-Muslime angeblich mit falschen Ahadis und Wortspielen andere Menschen in die Irre leiten, sei nun mal gesagt, dass er von sich selbst auf andere schließt. Er selbst verwendet Hadis, die nicht Sahih sind, und belügt die anderen. Er sollte sich mal schämen, ja, andere für dumm zu verkaufen. Keine seiner Ausreden kann rechtfertigen, warum er bei diesem Hadis gelogen hat. Doch kommen wir jetzt mal zum nächsten Punkt, der ja bei genauem Hinsehen eigentlich keiner Widerlegung bedarf, denn hier widerlegt sich Al-Muslim selber. Schauen wir uns mal an, was Al-Muslim sagt. Auch hier möchte ich die Originalquelle nicht außer Acht lassen. Da ich die Originalbücher hier vorliegen habe, werfen wir doch mal einen Blick hinein. Das arabische Wort oder der arabische Wortlaut dieses Hadith ist La wallahi ma mata, walakinnahu rufa'a kama rufa'a Isa ibn Maryama. Die Übersetzung, die Al-Muslim hier für dieses Hadith angibt, ist richtig. Die Sahaba sind zum Zeitpunkt des Todes im Haus des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam versammelt und trauern um seinen Tod. Sie haben seinen Leichnam vor sich liegen und sagen: Bei Allah, der Prophet ist nicht tot, sondern er wurde emporgehoben, genauso wie Isa alaihi salam emporgehoben wurde. Jetzt drängen sich hier zwei Punkte in den Vordergrund. Ist es nicht so, dass sie nicht Ahmadiyya-Muslime sagen, mit Rafa, also emporheben, wäre das körperliche Hinaufsteigen von Jesus alaihi salam gemeint? Denn wenn es so ist und die Sahabas hier das Emporheben von Isa alaihi salam mit dem Emporheben vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vergleichen, wüsste ich gerne, warum die Leiche des Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben wurde und nicht in den Himmel geflogen ist. Und wieso die Sahabas von Emporhebung gesprochen haben, wobei die Leiche vor ihnen lag.
Der zweite Punkt, der sich hier auftut, ist, ob es nicht naheliegend ist, dass die Sahabas das Wort Rafa genauso verstanden haben wie die Ahmadiyya-Muslime heute auch. Denn sie meinen hier mit Emporheben nicht die physikalische Emporhebung, sondern Emporhebung im Rang. Ich kann nämlich nur zwei Dinge miteinander vergleichen, wenn ich eine Sache verdeutlichen will und somit die Authentizität dessen bekräftigen will. Außer diesem Hadith gibt es noch ein anderes Hadith, welches durch Abdullah bin Abbas radiallahu anhu überliefert wird im Bukhari. Dort wird berichtet, dass Abu Bakr Siddiq nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist, zu Umar kommt, während er zu den Menschen spricht und sagt: "Oh Umar, setz dich hin." Umar setzt sich nicht, aber die Menschen wandten sich Abu Bakr Siddiq zu. Abu Bakr sagte: "O Menschen, wer von euch Mohammed sallallahu alaihi wasallam anbetet, der soll wissen, dass er verstorben ist. Wer von euch Allah anbetet, soll sich gewiss sein, dass Allah lebt. Er wird nie sterben." Allah, der Erhabene, sagte: "Ma Muhammadan illa Rasul, qad halat min qablihi Rasul." Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nur ein Gesandter. Alle Gesandte vor ihm sind verstorben. Nach dieser Aussage von Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu waren sich alle Sahabas darüber einig, ja, dass vor dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam alle zuvor dagewesenen Gesandten verstorben waren. Es gab einen Konsens der Gelehrten, ein Ijma, das hinsichtlich des Todes vom Propheten sallallahu alaihi wasallam keine zwei Meinungen vertreten hat. Keiner der Sahabas hat nach dieser Aussage von Abu Bakr Siddiq gesagt, dass Jesus al-Islam aber am Leben sei. Abu Bakr Siddiq hat sehr eindeutig und zweifellos verkündet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben ist. Keiner der Gesandten vor ihm bildet eine Ausnahme, was den Tod betraf. Alle sind zuvor verstorben und auch Jesus al-Islam gehörte zu den Gesandten vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq hat nicht gesagt: "O Menschen, wer von euch Mohammed sallallahu alaihi wasallam anbetet, soll wissen, dass er verstorben ist. Wer von euch Allah anbetet, soll wissen, soll sich gewiss sein, dass Allah lebt. Er wird nie sterben. Und wer von euch Jesus anbetet, der soll wissen, auch dieser lebt." Ja, so stellen aber die heutigen Muslime die Situation dar. Das ist eine erfundene Leier, die einfach so in die islamische Geschichte hineininterpretiert wird. Keiner hat eine Ausnahmeregelung erfahren. Und wenn es so gewesen wäre, dann sollten sich die Muslime mal fragen, ob Jesus al-Islam im Rang höher ist als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sodass dieser nicht körperlich emporgehoben wurde. Jesus al-Islam aber doch. Aber Muslim muss jetzt an dieser Stelle entweder eingestehen, dass mit der Rafa die Emporhebung im Rang gemeint ist, oder er muss beweisen, dass der Körper des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam genauso in den Himmel emporgehoben wurde wie der von Jesus alaihi salam. Ich bin gespannt, für welche Version er sich entscheidet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-baatil innal baatila kana zahuqa.